Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hellblade. So, wir sind an dem Loch, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt wirklich Boss-Time ist gegen die Bestie. Bin echt gespannt, was da unten ist, aber das werden wir jetzt gleich rausfinden. Und wenn euch die Folge ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch ein Abo. Würde mich alles sehr, sehr freuen, Leute. So, aber jetzt genug gequasselt. Ich würde sagen, rein. Ich habe eh schon Angst. Aber ich würde sagen, lass mal reinspringen hier. Okay. Überall Hände hier. Guck mal, die greifen uns hier nicht. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ah, jetzt. Oh, wow. Rein in den ekligen Blutsee oder Blutfluss, was es hier ist. Okay, Boss Time in Hellblade. Ich habe wahrscheinlich den Kopf auch wieder. Okay, der macht gut Schaden. Ich glaube, ich muss hier irgendwo weiter rein oder so. Keine Ahnung. Wow, okay. Wie muss ich den machen? Ich glaube, ich muss irgendwie im Licht bleiben. Ah,
Okay, ich glaube, ich kann den nur treffen, wenn ich hier meinen Fokus anhabe. Was ist jetzt? Das war's noch nicht, glaube ich. Ich sehe gar nichts, Leute. Bin ich jetzt tot? Okay. Invisible force, and so invoke the guards for protection. But evil can come from the hand behind the guards. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals. Schluck Wasser trinken. Kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But maybe Delian would still be alive. Save his soul, even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shut up. Listen. But believe this. To hate the darkness with a passion so great that you focus your mind on this quest. For without it, I fear you would have let go of his life. All this time, I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. And take me to the mountain to trust you. As deep as we can go. No. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. I know. What else can she do? Nothing. She doesn't want to tell. Okay, Leute. Damit haben wir das Biest erledigt. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. So können wir uns jetzt auch ganz normal wieder in Dunkelheit bewegen. Hoffe ich mal. Okay, ich glaube, wir müssen dort rüber. Aber wie? Wie kommen wir dort rüber? I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Delian. I will fulfill my vow. Whatever the cost. No, no, she can't. It's too dangerous. She's too weak. She has the soul. She is rotting. She is dead. She must. Was müssen wir hier machen? She must. Ah, okay. Powerful. She can.
fight, or she must go back. She must find another way. There is no reason. There has to be another. She can't fight. Turn back. She must find. Odin's. Ja, seine Stimme ist schon richtig cool gemacht. Hella has defeated her twice. Wo müssen wir jetzt hier hin überhaupt? Hier hoch? Schauen wir doch mal hier hoch. Okay, da scheint so eine Art Fragment zu sein. Können wir das zusammensetzen irgendwie? She can. Gehen wir mal rüber. There must be a way. You have to try. The gate, the gate. She'll never make it. Vielleicht können wir es von hier zusammensetzen. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. Okay, schauen wir mal, ob wir die von weiter oben zusammensetzen können. And explore new paths into the unknown. Irgendwo muss es ja gehen. To lead so that others may follow. Or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Okay, hier geht's nicht. Okay, das haben wir schon mal. Weiter können wir hier nicht. She must see. She has the sight. She can see her secrets. Fehlen jetzt noch zwei Teile, sozusagen. Müssen wir vielleicht nochmal runter und von unten was zusammensetzen? Ich weiß nicht, ob wir das von da unten sehen können. Ich glaube nicht. Warte mal, wo geht's denn da überhaupt hin? Say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Wieder hier oben. Crimes will be great.
It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Dann gehe ich bloß im Kreis. Fackel wäre nicht schlecht. Was ist denn hier los, Egger? Ah, da haben sie zugemacht. Alles klar. Jetzt war ich hier aber, glaube ich, schon, oder? Ja, okay, hier war ich schon. Sie hat gar nichts jetzt. Ist aber auch jetzt kein anderer Weg, glaube ich. A cursed soul. Of course she is, no matter what she does. Da sind wir gekommen. She can fight her at Ragnarok. She's a warrior. Und sie gehen hier nochmal lang. Hier wird es nicht funktionieren. Aber wir probieren es trotzdem mal. Kann doch nicht so schwer sein. What if she falls at the final hurdle? She won't. Then Hela will take both their souls. Ah, von hier sehe ich. Ah, warte mal. Hela is all for nothing. If she doesn't save Dillian, who
soul will be eternally damned. No. Stay here forever, being tortured. No. Hier bin ich gekommen, also hier geht's nicht weiter. Hella, she will join Dillian. Nee, also hier geht's definitiv nicht weiter. What happens to Senua? The darkness will take her anyway. She can't win. There's nothing she can do. She'll be stuck in the darkness forever, whatever she does. She'll lay him to rest. She'll take his soul and she'll bury him. She won't lay to rest. No. Hella will take her soul. She'll be eternally captured by the darkness. This is her sacrifice. This is what she was made to do. No, she can't. She can save him and she can get away. She can lay him to rest. She can't. She can't. She can't get away from the darkness. She's come this far. Few have come this far. But the darkness is in her. Don't listen to them. The darkness is who she is. Without the darkness, she's nothing. She's a warrior. Ich da vielleicht auf die Brücke rauf, dass ich das letzte Teil, ne? There's an illusion. She's found a way. There's a way. She can see it. She must align herself. She can do it. There's the door. Nein, das funktioniert nicht. She aligns herself. Das muss ich irgendwie von da oben irgendwie anschauen. Aber wie komme ich dort hoch? Kann ich hier was machen? The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will churn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Wie kriege ich das letzte Fragment? Alles klar. Also ich finde die Rätsel wirklich
echt cool gemacht. Es ist eigentlich nicht schwer, wenn man es mal einmal gemacht hat. Aber ich finde es einfach cool gemacht, irgendwie die Rätsel. Also mal was anderes. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier runter. Jetzt werden wir jetzt wieder eine Milliarden Gegner kommen. The Northmen say that at Ragnarok, the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Okay, sonst ist er hier, glaube ich, nichts. Gehen wir mal hier weiter. Fackel wäre ja nicht schlecht. Ah, okay. Hier ist ein Shortcut. Den machen wir gleich mal auf, würde ich sagen. Hat so ein bisschen was von Dark Souls, finde ich, mit den Shortcuts. Es gibt zwar jetzt nicht so viele, aber das erleichtert halt dann ein bisschen den Weg, würde ich sagen. Ich sehe jetzt gerade überhaupt nicht, wo ich hingehe. Aber es geht auch wieder ziemlich weit nach oben. Okay, hier wird es wieder heller. Erstmal hier rein. Okay, hier werden jetzt gleich Gegner kommen. Erstmal noch eins weiter nach oben. Wenn es denn hier weitergeht. Ne, hier ist nur eine Lore. Und ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so Säulen übersehen anscheinend. Without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heaven and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. So, alles klar. Ist das hier gesäubert? Und dann geht's hier weiter. Ich hoffe mal, dass wir jetzt von hier oben den letzten Teil komplett machen können. Sehr gut. So. Die Brücke ist komplett. Und schauen wir doch mal, ob wir jetzt dort auch rüberkommen.
aber ich denke mir, der werden jetzt uns bestimmt wird uns hier uns ein paar Gegner in den Weg stellen. Na, jetzt hätte ich den Shotgun eigentlich nehmen können, gell? Nein. So, damit ist die Brücke frei. So Leute, wie es aber weitergeht auf der Brücke, das würde ich mir gerne in der nächsten Folge mit euch anschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, mich ein bisschen unterstützt, weil ihr wisst ja, Support ist kein Mord, Leute. Gut, damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt dran. Ciao, ciao, euer.